Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Hemmi, herzlich willkommen zurück bei Tera und bei die kleinen süßen Elins. Ja, da sind wir. Ja, ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt, ich muss ja sagen, hier, Dingens, ne? Hier, Dingens. Das hier. Ich habe ein Pferd, Freunde. Irgendwie ist mir das durchgegangen. Guck mal. Guck mal, der Opa hat ein Pferd. Hohoho. Hier kriegt man ein Pferd, wenn man Level 10 wird oder hier in diese Stadt reinkommt. Und ich weiß nicht, ob ich die überlesen habe, aber irgendwie habe ich die überlesen. Aber cool, ne? Der Opa und sein Pferd. Oh, guck mal. Haben sie hier? Ja, guck mal. Ah, das ist ja geil. Und der Opa weiß noch was. Guck mal hier. Guck mal hier. Ah, der weiß, wie geht. Cool, sehr cool. Und wie steige ich mal wieder ab? Einfach so. Okay. Ja, super. So, da ist unsere UI wieder. Ja, dann lass uns mal hier quasseln. Ja, unsere Asche, ne? Ja, genau. Die haben wir ja. Er fördert hier. Ach so. Was? Oh, entschuldige, ich muss mich schon wieder räuspern. Das ist ja furchtbar. Mein Gott, ey. Mann. Immer diese Verschleimerei, Kacklunge. Hab ich Kacklunge gesagt? Meine ich auch so. So. Der Blutschad ist nicht so schlimm. Stimmt schon, es wird fast immer gekämpft und die Felsschnäbel treiben einen in den Wahnsinn. Aber die Ansicht ist hübsch. Aber die Aussicht, nicht die Ansicht, die Aussicht ist hübsch. Und wenn das Geschrei vorbei ist, kann man das Wasser in der Höhle rauschen hören. Ach, wie schön. Endlich kommt Hilfe. Ich heiße Neakal und bin für die Verteidigung des Bollwerks zuständig. Du hast einen interessanten Helm, mein Freund. Du siehst ein bisschen aus, als hättest du eine Kathedrale am Kopf. Wir befinden uns hier westlich von... Ach, das will ja gar keiner wissen. Es sind immer mal wieder ein paar Devana-Banditen aufgetaucht, um die... Was tanzt du da so rum? Um die Konvois zu überfallen. Aber in jüngster Zeit rotten sie sich zusammen und bedrohen das Dorf. Wenn das so weitergeht, könnten die Bewohner von Crescentia sterben. Wieso heißt die Stadt nicht Essen oder Köln oder Hamburg? Wieso Crescentia? Naja, egal. So, die dringendste Aufgabe ist die Versorgung der verwundeten Soldaten. Die Medizin aus dem Dorf ist aufgebraucht. Nun müssen wir mit Heilkräutern aus der Umgebung vorlieb nehmen. Und Natur ist ja scheiße, lieber Antibiotikum. Um unsere Soldaten zu wandeln, besorg uns einige Nesseln. Eine Blaublütenessel ist sowas ähnliches wie eine Blaublütennessel. Nur die Nessel ist eine Nessel und die Essel gibt es gar nicht. In dieser Gegend treiben sich allerdings Säbelzähne rum. Also sei auf der Hut. Und da nehme ich deinen als Vorbild, wenn ihr nach den Esseln-Nesseln sucht. Mache ich. Verstanden. Ich habe alles verstanden. Noch mehr Text? So, nun geht. Ich gehe. Was mache ich? Ich besuche. Schleichende Säbelzähne mache ich weg. Also, das muss ich auch sagen, bei Tera ist mir aufgefallen. Da ist, töte mal hier 5, sammle mal da 3 von oder mal 8, aber so wie es früher in Runes of Magic war oder so, sammle mal 3x50 irgendwas, ne, und dann bring die 20 mal da und da hin. Das ist irgendwie reduziert worden. Also, man ist mit deutlich weniger Aufwand ist die Quest erledigt. Ich weiß nicht, wie das sich später noch auswirken wird, ob später mehr wird wieder. Dass nur der Anfang so einfach ist, damit man ein bisschen levelt und damit man Spaß am Spiel kriegt. Aber ich muss sagen, ist, wenn das der Fall ist, ja, dann ist das der Fall. Und das ist auch so. Das ist genau so ist das auch. Macht auch Spaß. Es reicht, wenn man 5 davon tötet. Wenn ich 3 schaffe, schaffe ich auch 30. Und deswegen töte ich auch 5. Sind die das? Ich denke mal, ne? Die haben so eine rote, symbolträchtige Symboltracht. Na ja, komm her, näher, jawohl. Jawohl, guck mal hier, was hast du denn da verloren? Was muss ich denn da? F war das, ne? Genau, was habe ich denn da? Fragment und herausragende Beute, leichte Beute. Das war doch eine leichte Beute für mich. Ja, komm schon, komm zu mir. Ja, so ist richtig.
Womit bin ich denn nochmal weggejumpt? Hast du Agro? Tatsächlich. Du hast ja voll die Agro, Junge. Mach mal Pia. So, und wieder so eine Schatzkiste. Ja, die finde ich am besten. Ach, jetzt noch ein Wort. Guck mal, nehme ich auch. Nimm alles. Jetzt ist aber von Nessel gar keine Rede mehr irgendwie, ne? Jetzt. Beißt du? Du beißt doch. Guck mal, wie der Maul aufgeht. Guck mal, hier guckt. Der guckt. Ah, aber zu essen denkt er. Nö, nö. Und da ist noch so einer. Nö, nö. Das sind bestimmt die Nesseln. Das ist dann die nächste Aufgabe. Jawohl. Da bin ich noch mal ein bisschen hoch in eine Geschleuderung gewesen. So, jawohl. Und noch einer. Jawohl, der hat gekrittet. Finde ich ja schon mal gut. Also das war... Ach, C war das, glaube ich, ne? Da muss ich gleich noch mal eben gucken. Schon wieder vergessen. Ja, C ist rückwärts. So, haben wir. Drücke die Taste I, um euer Inventar zu öffnen und akzeptiert. Und akzeptiert dann die abgenutzten Stiche, Sichel per Rechtsklick. Also, mach ich. Abgenutzte Sichel, da. Abgenutzte Sichel. Sag mal. Du bist aber ein bisschen fertig, wa? Hier, nimm den und den. Und den noch. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Upse. Da will man mal die abgetrennte Sichel akzeptieren und dann sowas. Hier. Oh, 23 Stunden. Ach, der läuft schon. Das ist so ein Buff-Ding. Super. Und jetzt? Ich aktiviere dann die abgenutzte Sichel per Rechtsklick, um schneller sammeln zu können. Habe ich doch gemacht. Ach, Blaublütennessel. 3. Jetzt. Da, Blaublütennessel. Ja, mache ich. Sag ich doch, das sind die Dinger. Da muss ich die ja doch wieder wegmachen. Oder habe ich jetzt da wieder gar keine Agro mehr mit denen? Aber das sind Sachen, die weiß ich alles noch nicht, aber das werden wir rauskriegen. Das ist einfach. Das kriegen wir ganz einfach raus, indem wir jetzt einfach da drauf zugehen. Und dann... Ja, jetzt kommt er. Okay, der Agro-Kreis ist aber deutlich kleiner. Den und den noch. So. Da guckst du, wa? Ja, echt, du. Keine 3D-Perspektive, aber macht ja nichts. Ach doch, hier auf Z. Guck mal. Da haben wir 3D. Was? Aber ob das so gut ist, weiß ich ja nicht. Ich muss mal eben zurückgehen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Lass es lieber so kämpfen. Ich glaube, so macht mehr Sinn. Oh, wieder so ein Kistchen. Ich liebe es. So. Ja. Und jetzt? Einsammeln. Hab ich. Ich hab's eingesammelt. Okay, das war's. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Nein, du nicht. Du auch nicht. Hier, du bist dran. Komm. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ach, hier ist er. Guck mal. Lass mich in Ruhe. Ich will einsammeln. Ja, das war so klar. Und dann hört er natürlich auch auf zu sammeln, ne? Ja, und noch einer. Schön. Hier, bitteschön. Bitte, ich habe noch ganz was Besonderes. Ja, du. Alma. Sieht auch schön aus. Zack. Ihr wollt mich doch hier wohl ein bisschen verkackeiern, ne? Aber nicht mit der Opa. Nicht mit meiner kleinen Elin, du. So geht das nicht. So, ich habe gedacht, die stehen direkt bei denen, aber das stimmt gar nicht. Die stehen so irgendwo um die Blaudinger. Damit. Ach komm, lass mich in Ruhe.
Lass mich! Sammel! Ja. Oh, ist schön. So ist sehr schön. Fragment. Oh, ein Fragment. Bruchstück ist eine Avatar-Waffe. 2 von 5. Oh, da gibt es besondere Waffen für. Habe ich das mit meinem anderen Char gemacht, mit der Bank? Oder habe ich das hier irgendwo gemacht mit euch zusammen? Ich habe ganz viel Kram in der Bank. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Oder war das durch Zufall? Unterhaltung. Hey, Tanz, Unterhaltung. Singen, tanzen, wunderbar. Hier, guck mal, ich habe hier was. Man kriegt das, wofür man bezahlt. Genau. Oder auch nicht. Oh, sehr frisch und in gutem Zustand. Diese Nesseln sind sehr wirksam, schmecken aber ekelhaft. Es ist bestimmt nicht leicht, sie herunterzuwürgen. Ich kann hier so einen Stopp vorholen und dir in den Hals schieben. Bitte helft mir dabei. Ja, genau. Sie den Soldaten zu verabreichen. Ach so, bei den Soldaten, nicht bei dir. Verstehe, verstehe. Ah, Stufe 12 der Wälder. Blüten, Blaublütennessel. Verabreicht den verwundeten Soldaten die Blaublütennessel. Moment, ich habe hier so einen Stopper. Mach mal den Mund auf. Wollt ihr einen tollen Trick sehen? Nein. Willst du was Tolles essen? Ist das normal, dass es so scheußlich schmeckt? Ich habe das Gefühl, dass es mir wohl noch schlechter geht. Der Soldat schafft es gerade so zu schlucken und schüttelt den Kopf. Und jetzt geht's ihm super, oder? Steh auf, du bist gesund. Der auch noch. Wartet, ihr kommt von der Insel. Ja, ich komme von der Insel und deswegen musst du das hier essen. Ich kann auch kämpfen. Bitte lass mich am Leben. Nein, das wird jetzt runtergedrückt. Das wird runtergewürgt. Jetzt so, hier, zack, zack. Ah, wir sind hier nicht für Schickimicki. Oh, hallo. Ah, hallo, Frechheit. Ich habe doch selbst schon eingenommen. Ich habe sie doch selbst schon eingenommen. Ihr steht gleich wieder auf. Aber, dann habt ihr gut gemacht. Habt ihr das abgenutzte Sichel benutzt, um die Blaublütenbissel zu sammeln? Ja, habe ich gemacht. Oh, guck mal hier. Als Dankeschön gebe ich euch ein Werkzeug, das euch auf eure Reisen sicherlich helfen wird. Danke nochmal, dass ihr so gut gemacht habt. Ihr wart so toll und ihr habt es so gut gemacht. Wollt ihr was von mir? Na, du hast das so gut gemacht. Ach komm. Wenn wir es schaffen, den Anführer zu beseitigen, sind die restlichen Schritte ein Kinderspiel. Lass mich raten, wer das machen soll. Lass mich raten. Stufe 13. Wälder des Vergessenheit. Felsschnäbel. 15 Stück und schon, vorhin noch gelobt, schon sind wir schon bei 15. Fahrender Händler. Habe ich hier irgendwas? Was ich hier... irgendwas, wo ich sage, hier, komm. Ja, das ist ja schlechter. Das ist ja das, was ich vorher anhatte, oder? Ja, natürlich. Das ist schlechter. So, was haben wir hier? Das ist die abgenutzte Sichel. Und hier haben wir eine abgenutzte Spitzhacke. Okay. Abgenutzter Extraktor. Gibt es auch irgendwas, was nicht abgenutzt ist? Ein abgenutzter Amethyst. Und was ist das hier? Ein Alkaist der ersten Ordnung. Ja, dann ist er ja wahrscheinlich auch schwer in Ordnung. Und was ist das? Rohmaterialien. Auch der ersten Ordnung. Auch schwer in Ordnung. So, du bist mein Freund. Du kaufst mir jetzt... Ein langer Krieg. Aber wir werden gewinnen. Ja, natürlich. Und wenn nicht, machen wir es doch immer noch ein gutes Geschäft. Immerhin. So. Guck mal hier, da. Zack, 2 Silber. Da haben wir wieder schön... Schön haben wir da. Wo muss ich ihn jetzt hin? Ach, hier sind sie schon. Die hier sind das. 15 Stück, mehr nicht. Da geht ja noch. Oh ja, wir machen mal hier die 4. Hm. Ah, der gehört dazu. Die gehören natürlich dazu, die kleinen Kacker hier. Ja, klar. Ja. Vergeltung. Dafür muss man die Leertaste drücken, Mensch. Wieso sagt mir denn keiner was? Das weiß ich doch. Da muss man doch wissen. Ach, kannst du nicht mal alles sammeln? Was haben wir hier? Komm, lass mich an die Kiste ran. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach, hier, komm hier. Ja, nur für euch. Ja,
kommt so jetzt wieder her. Da sind ja die von gerade. Ja. Verstehe schon. So. Da kannst du eh nur 15 immer von töten, weil da so viele sind. Echt? Habt ihr nicht... Gibt's nicht so eine Alles-Sammeltaste? Also ich muss hier aufpassen. Ja, man tötet immer sofort. Ja, da. Ja, komm her. Zack, zack. Das war Hühner in Gänse. So schön da. Ja, weg mit dir. Was? Lebst du noch? Ach, ich bin zu nah. Natürlich. So. Zack, zack, zack. Ja, jetzt haben wir es. Charma. Suche Charma in der Nähe des Bollwerklagers in den Wäldern des Vergessenheit auf. Beseitige Felsschnäbel. Jetzt plötzlich 20. Ja. Kann ich mal eine Karte haben? Da muss ich hin. Ah, hier ist das Levelgebiet. Ach, guck mal, hier ist das Gebiet. Ah. Nee, ich will nicht. Machen wir gleich nochmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Ich muss hier bestimmt sowieso noch welche töten. Euch zum Beispiel. Und wenn es nur für Spaß ist. Ah, kommt schon her, Freunde. Und ja, 18, 19. Für dich. Wo sind meine ganzen Goldkisten? Nix, gar nix. Da muss er irgendwo sein. Bestätigen. Achso, da muss ich hier. Boah, das jetzt ich hier so? Was denn das? Einzelspieler. Belohnung erhalten. Danke. Oh, da muss ich gucken hier. Das ist ja gefährlich. Seid ihr gefährlich? Tatsächlich kämpfen. Ach, echt jetzt? Wieso muss ich denn jetzt gegen euch kämpfen, hä? Nur weil ich mal eben einen Meter zu nah. Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. Verstehst du? Ich wollte nur mal gucken. Was haben wir hier? Da, zack, Gold. Für mich, danke. Da steht er. Da muss ich hin. Hey, Charma, du alter Charm-Typ. Hier, wir sind immer willkommen. Immer gut. Ah, guck mal hier. Boah. Oh, jo, Gebärdenkram hier sicher. Ja, für den Hauptmann. Also, sie folgen dem Befehl. Sie haben sich mit ihm zusammengetan und führen zusammen seine Pläne aus. Wir müssen nur den Devans Sturmtrupp ausmerzen. Mehr nicht. Da geht ja noch. Der Rest stellt keine Probleme dar. Na, guck. Na dann. So, du bist noch nicht fertig mit dir. Seid gegrüßt. Ja. Ja, ihr hört zu. Ach so, ich hör weiter zu. Beseitigt bitte den Deva-Banditen. Ja, das war doch klar, dass er darauf hinausläuft. Ach so, du haust ab. Du bist ja voll cool. Ach, daran erinnere ich mich sogar. Daran erinnere ich mich sogar. Man muss so einen Typen nach irgendwo hinbringen, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier gekriegt habe. Viele schöne neue Kleider. Da freut Opa sich. Was haben wir denn hier? Das haben wir schnell angezogen. Erstmal gucken hier. Stufe 13, Verteidigungsmodifizierung 44, maximale MP, besser, alles besser. Ups. Und das? Ja, besser. Und das? Ja, besser. Und das? Abgehärteter Schubuschon. Akkumulierbar für Rüstungsstufe 11 oder höher. Benötigt 1 Plätze. Verringert den erlittenen Schaden von Monstern um 3,6%. Das ist ja super. Dann, wie sehen wir denn jetzt aus? Ah, jetzt sind wir wieder so ein blaues Blümchen. Ja, wenn man so viele Klamotten, dann wechselst du einfach nur die Farbe. Aber ist auch okay. So,
Stufe 14. Wälder der Vergessenen. Devana-Banditen töten. Mit euch habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Gut. Und hier sind die... Ach, das sind doch zwei. Davon hatte ich doch vorhin schon. Hier, komm her. Komm her, du. Plünderer-Typ. Ich könnte mal wieder eine Waffe gebrauchen, eine neue. Habe ich das schon erwähnt? Ja, das ist das Ende. Ja. Erzähl du mal. Erzähl der Opa mal eine schöne Geschichte. Was so das Ende ist. Guck mal. Bruchstücke einer Avatar-Waffe. Vier habe ich schon. Vier nur noch eine. Oh, 11 Meter. Oh, da kommt noch einer. Du rennst in die falsche Richtung. Ich bin hier. Jawohl. Ja. Mach mal weiter. Ja, komm hier. Komm mal hier, ich für dich hab. Und den hier, den kannst du auch noch haben. Na komm. Ja, siehst du, geht doch. Bestätigen. Oh, ich muss bestätigen. Ey, ich gehe erstmal weg hier. Sonst habe ich hier gleich die Spawn so schnell. Und dann kann ich nicht in Ruhe bestätigen. Ihr habt alle Reliquien eingesammelt. Öffnet euer Inventar, um eine stärkere Waffe zu erhalten. Erstmal bestätigen. So, und jetzt? Wo ist sie? Wo ist denn die Waffe? Waffe? Ach, hier. Waffe beschaffen. Ihr erhaltet geheiligter Stab. Bestätigen. Verfügbare Waffe. Geheiligter Stab. Na, gucken wir mal. Angriffsmodifizierung. Oh ja, erhöht die MP-Regeneration. Heilt 199 Lebenspunkte. Stellt 0,48%. Ich hab... 0,48%. Entschuldigt, da fällt mir gerade was ein. Ich habe mir im Euroshop ein USB-Kabel gekauft. Und das ist auf der einen Seite ist das auch ein USB-Kabel, aber auf der anderen Seite ist das kein USB-Kabel. Da ist es, weiß ich nicht, der USB 0.48 ist das wahrscheinlich gewesen. So alt ist das Kabel schon. Da gibt es heute, da passt nirgendwo rein. Nirgendwo. Den Euro hätte ich auch irgendeinem Bettler geben können. Naja, mache ich. Mache ich morgen, gehe ich dahin, dann sage ich hier, ich brauche Neues. Mal gucken, ob sie jetzt, ich glaube nicht, dass sie jetzt zurücknehmen. Ich habe es ausgepackt und, ich glaube nicht. Die müssen eigentlich die ganze Charge, die haben da glaube ich 100 Stück von hängen, die sehen alle gleich aus. Die müssen sie alle rausschmeißen. Naja, bin ich mal gespannt. Aber ja, ich schweife. Ich abschweife ich. Also stellt sofort und augenblicklich 0,48 eurer gesamten, der gesamten MP, 0,48%. Das ist ja ein halbes Prozent. Das ist ja unglaublich. Erhöht eure Heilungsfertigkeiten, erhöht den Schaden um 5%, aber nur, wenn ihr niedergeschlagene Ziele angreift. Ja, das kann ich gut, wenn einer am Boden liegt, noch ein bisschen drauf rumtrampeln. Das ist mein Ding. Stellt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% MP wieder her. Ja, auf jeden Fall nehmen wir das Ding. Guck mal, sieht auch schick aus. Schön blau, wunderbar, gefällt mir gut. So, und wir haben Level Up. Und da kann ich hier noch ein Plus drücken. Ja, lass mich doch mal hier nochmal da Plus drücken. Guck mal hier. Dreifache Nemesis. Nimm ich. Ja, ach, man muss ja alles kaufen. Hier stimmt ja, jetzt weiß ich wieder. Was ist das? Ishas Wiegenlied. Ja, das kann ich gut. Schlafen kann ich ganz gut. Lichtexplosion, ein Level Up. Danke. Und Wirbel da Zinobis. Den hatten wir auch schon. Auch ein Level Up. Und das war's. So, was kannst du denn? Effekt. Ihr versetzt ein Ziel innerhalb einer Reichweite von 18 Meter kurzzeitig in Schlaf. Okay. Das ist Effekt. Schleudert einen rachsüchtigen Impuls auf ein Ziel innerhalb von 18 Meter. Gedrückt halten oder wiederholtes Drücken der Fertigkeitstaste erzeugt bis zu 3 Impulse. Das ist doch nett. Was ist das hier? Teleportiert euch nach irgendwo hin. Okay. Also das hier, das Teleportieren, das kann doch eigentlich hier hin. Na, da brauchen wir doch gar nicht. Und das hier, das Pferd, das kann auch dahin. Da brauchen wir doch auch nicht. So, hier haben wir die Heilung. Konzentrierte Heilung. Das ist ja, wenn wir heilen, dann konzentrieren wir uns. Und das hier, ne? So.
Und das ist, ach ja, den können wir mal tauschen. So, der ist bestimmt besser. Dreifacher Nemesis ist bestimmt super. Und das war der wirbelnde Zobiak. Ach, das ist dieser Buuuup, genau. Und das war Schlaf. Okay. Okay. So, das war Rückschritt. C, das ist X. Das ist Q, das ist E. Ach, guck mal. Die sind ja auch hier in der Nähe alle. Was ist das denn? Beruhigende Gegenwart. Abklingzeit 1 Stunde. Ach ja, das ist ja okay. Das ist ja nicht so lange. So, dann gucken wir mal. Gleich mal die 5 drücken hier. Na ja, mein Freund. Ich will mal eben die 5 ausprobieren bei dir. Achso. Hier hast du noch den. Toll. Hättest du ja auch mal zielen können, Opa, das weißt du doch. Terra ist das Spiel, wo du zielen musst. Gelb. Aber die macht ja gut Schaden. Ah ja, guck mal, die neue Waffe. Ja, die neue Waffe. Die macht das. Ah ja, komm her. Hier, Christine. Wow. Habe ich das richtig gesehen? 5000? Nee, das kann nicht sein. So viel Schaden macht die nicht. Im Leben noch nicht. Vielleicht später irgendwann mal. Ja, komm zu mir. Habe ich hier noch... Was? Wer beschießt mich hier? Wer schießt hier auf mich? Das ist in keinster Weise ist das zulässig. Ich muss mal vorhalten ein bisschen hier. Der Typ, der läuft und läuft. Und es ignoriert mich total. So. Jawohl. Also, wo sind denn hier die ganzen schönen Kisten, die immer auf dem Boden liegen? Wieso kriege ich denn keine? Oh, der ist schon wieder da. Der ist schon wieder da, hast du gesehen? Da ist schon wieder einer gespawnt. Die echt, also das geht echt schnell mit den Spawn-Zeiten. Das kann man nicht anders sagen. Ja, den und dann den noch. Was ist denn hier los? Hier kein Zuhause oder was? Dann machen wir hier die 1, jawoll. So, wo sind meine ganzen Kisten? Kriege ich nichts mehr. Die große Lootzeit ist vorbei. Naja. So ist es halt. So, was machen wir jetzt? Schama, mit Schama reden. Der hört sich ein bisschen an wie Schama. Beseitigt die Mana-Banditen. 15. Da ist doch die Quest. Die wird nochmal aufgestockt irgendwie. Kann das sein? Kann das irgendwie sein? Kann das sein, oder? Guck mal da. Jetzt ist das eine grüne Quest. Warum ist die denn jetzt grün? Ach, ist egal. Wer will das schon wissen? So genau müssen wir das gar nicht wissen. Ja, hier, nimm den auch. Da hast du den noch. Einen brauchen wir noch. Wo sind meine ganzen Kisten? Ich krieg keine Kisten mehr. Oh, die schönen Verdienstkisten. Die tollen Dingers. Oh, da kommt bestimmt gleich 2. Da war ja so klar. Ne, ich bestätige jetzt mal nicht. Achso, ich gehe mal eben gucken. Ach, guck mal. Kommst ja doch hier an. Guck mal, kommst ja doch hier an. Da gibt es immer extra Belohnung für. Finde ich super. Grüne Quest. Finde ich super, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ne? Oh, guck mal hier. Felsen. Kann man da sammeln? Wir sammeln mal. Felsen. Was sammle ich denn da? Steine. Da, ich denke mal Steine. Ja, und Level up. Was habe ich geschafft? Ich habe irgendwas Tolles gemacht. Wow, ich habe eine Krone am Kopf. I'm the hero. I'm the hero.
So, jetzt Hiro, was haben wir gekriegt? Ja, Gestein, 5 Stück. Erhältliches Sammelmaterial, Felsen, Kobalterz, Schattenmetall und noch ein paar andere Erze. Und im Fortschrittsmenü unter Sammeln könnt ihr nachsehen, wo die einzelnen Sammelmaterialien vorkommen. Betreibt Bergbau, um es zu erhalten. Damit lassen sich verschiedene Dinge herstellen. Also craften. Ja, gecraftet haben wir ja immer noch gar nichts, ne? Da müssen wir noch, unbedingt. Ne? Wo ist denn unsere Belohnung eigentlich? Wir hatten ja hier oben so eine Belohnungsdings. Wo bist denn du? Ich sollte doch... Warte mal, ich gehe mal hier so. Fordert eure Belohnung. Da, Belohnung erhalten. Und Tagesbelohnung. Verbleibende Zeit, 4 Stunden. Was ist denn das? Tauschmarken. Ich will die Belohnung. Danke. Und hier kann ich noch teleportieren. Wird ausgeführt. Und hier kann ich... Was weiß ich. Empfehlen. Schlachtfeld. Ach so. Ach so. Dann machen wir mal alle. Dann hat ihr Belohnung erhalten, Gold aufladen. Erlebnisgold. Was? Erlebnisgold? Terrashop. Oh. Ja, das ist ja toll. Das wollte ich ja unbedingt. Das müssen wir uns nochmal in Ruhe angucken. Gut. Wir stehen hier wunderbar. Schön. Wo keiner stehen will. Das ist super. Wir müssen mal eben hier gucken. Die Karte hier. Die kann man doch. Kann man die nicht? Na klar kann man die. Guck mal hier. Na, komm mal her. So. So, dann ist doch hier besser zu sehen. Da sind immer die Buffs davor. Gelle. So, jetzt gehen wir hier wieder hin. Was ist denn hier eigentlich? Hier, das ist... Ja... Also bei Elder Scrolls würde ich sagen, oh, gib mir mal ein Dingens. Aber hier nicht. Was machst denn du? Nervöser Finger-Opa. Opa, der nervöse Finger. Ihr Lieben, ich muss sagen, wir bleiben jetzt noch wirklich stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn der Opa Terra spielt mit seiner kleinen süßen Elin. Da ist sie. Huck, hallo. Warte, ich mach nochmal so. Und noch so. Warte, ich mach nochmal so. Und dann mach ich nochmal so. 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 So, dann machen wir mal. Hüpp. Hüpp. Und dann drücken wir mal gleich Druck. Und dann haben wir einen schönen Screenshot. Hopp. Und. Das war. Ja, der war schön. Alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Helmi. Tschüss.